Hallo, schönen guten Morgen. Ich bin Selina von Energiemarkt Monitor. Ist es denn Herrn Kupferstecher? Ja, der ist am Telefon. Guten Morgen. Super, ich habe Sie angerufen bezüglich Ihren Energiekosten für Strom und Gas. Bei Damit wir was mal bitte? zusammen einen Preis. Ich habe Sie angerufen bezüglich Ihren Energiekosten, Strom und Gas, damit wir mal einen Preisvergleich zusammen machen können. Wie viel zahlen Sie denn aktuell für Strom? Wie bitte? Wie viel zahlen Sie aktuell für Strom? Oh, das ist viel. Das sind 70 €, glaube ich, inzwischen. Das ist ja Wahnsinn. 70 €, okay, das ist sehr viel. Wie viele Personen wohnen Sie zusammen? Also ich bin ja quasi hier alleine und ich habe viele Meerschweinchen. Das ist so lieb. Ja, ich mag die sehr. Sie Ich bin mit denen sind aufgewachsen und ich habe die quasi mein Leben lang begleiten, die mich. Oh, das ist so süß. Sie haben doch so eine junge Stimme. Wie alt sind Sie denn? Ha, ich bin 71, junge Frau. 71, super. So, sind Sie denn noch bei der Stadtwerke Baden? Ja, natürlich. Das sind ja die Super. einzigen, die hier Strom herstellen. Sag ich, wir sind ja, sag ich mal, kein Industriegebiet in dem Sinne. Nein, ich habe da einen anderen Anbieter in eurem Gebiet. Sie sind doch noch bei der 76534 Baden-Baden, ist das richtig? Ja, da wohne ich schon mein ganzes Leben lang. Ihr ganzes Leben, super. Ist die Türkengasse 44? Ha, wie bitte? Ist das die Türkengasse 44? Ja, die Türkengasse, genau, da wohne ich ja auch schon mein ganzes Leben. Das Super. ist quasi immer So. noch die gleiche Wohnung, in der ich gezeugt, geboren und aufgezogen wurde. Das ist inzwischen mein Eigentum. Das ist ja so toll, wirklich. Ja. Das ist so nett. Super. Ich habe da in Ihrem Gebiet die Firma Lecker. Schlecker? Die sind doch schon lange Lecker. pleite gegangen. Nein, das sind sie nicht. Lecker, lecker, ist lecker. Ja, Ist was anderes. das ist doch diese Drogeriemarkt gewesen. Nein, die Lecker gibt's noch immer. Nicht Schlecker. Es ist die Lecker. Ist was anderes. Lecker Energie. Ach so, es ist jetzt nicht das, was pleite gegangen ist. Nein, nein, das ist was ganz Nee, anderes. weil sowas würde ich ja nicht haben wollen, ne? Weil wenn die kein Geld haben, haben die ja auch keinen Strom im Prinzip. Genau, da haben Ja. Sie recht. Aber diese Firma ist die Lecker Energie, ist was Das anderes. hat auch nichts damit zu tun, dass die da jetzt einfach nur, dass sie mal ein paar Buchstaben weggenommen haben. Nein, das hat damit Gut. gar nichts zu tun. Also, sie sind auch, sagen wir, nicht im schwebenden Insolvenzverfahren. Ja, Gut. wissen Sie überhaupt, wie viele Kilowattstunden Sie verbrauchen, so ungefähr? Ein was bitte? Wie viele Kilowattstunden Sie verbrauchen, so ungefähr? Wissen Sie das? Nein. Wissen Sie nicht? Okay, dann rechne ich kurz mal nach, so Ja. ungefähr. Sie haben gesagt, 70 € zahlen Sie. Nach meinen Berechnungen verbrauchen Sie ungefähr die 1800 Kilowattstunden. Weiß ich nicht. Bei 1800 Kilowattstunden würden Sie bei Lecker nur noch 52,50 € zahlen. 52 statt 75. Zahlen Sie 75? Bin mir gerade nicht mehr so sicher. Mal habe ich was wiedergekriegt und mal habe ich ganz Okay. viel dazu bezahlen müssen. Weil ich sag mal, die Okay. Meerschweinchen, die brauchen ja, während die Winterschlaf halten, eine Wärmelampe. Und da habe ich Genau. mir sagen lassen, dass das nicht gerade wenig Strom in Anspruch nimmt. In der Wartung, Haltung und im Betrieb natürlich auch. Okay, das verstehe ich ganz gut. Dann stufe ich Sie mit 2000 Kilowattstunden an. Okay, das ist dann viel mehr. Da würden Sie dann nur noch 57,39 € zahlen. Was Sie sollen schon kostet um die denn so ein Kilogramm bei Ihnen? Brutto 29,34, netto 24,66 €. Das war ein bisschen zu schnell. Nochmal zu mitschreiben, bitte. Natürlich. Brutto 29,34 Cent und Ja. netto 24,66 Cent. Und netto ist das, was ich bezahle, oder? Ja, genau. Sie würden dann nur noch 57,39 € zahlen für 2000 Kilowattstunden im Jahr.
Das ist gut. Und dann wird das mit dem Meerschweinchen günstiger, ja? Genau, das wird dann mit dem Meerschweinchen günstiger sein. Ja, das ist gut, weil sie müssen ja versorgt werden. Genau, genau. Sind Sie denn gerade zu Hause? Ja, es ist ja zu gefährlich rauszugehen im Moment. Aha, okay. Darf ich mal Ihren Geburtsdatum fragen? Wie bitte? Ihren Geburtsdatum. Was ist damit? Ich will mal kurz Ihren Geburtsdatum daher schreiben. Ach so, das ist der 1. April 49. 49, eine Sekunde, 04. 49 haben Sie gesagt, gell? Ja, ja, 1949. Okay, super. 2049 ist ja auch noch ein bisschen was hin, nicht wahr? Ja. Ich glaube, das schaffe ich auch nicht mehr. Nee, da denken Sie nicht so. Naja, ist doch wahr. Also ich bin ja, sag mal, einfacher Meerschweinchenzüchter. Ich kann mir ja keine neuen Organe kaufen. Ja, aber man kann ja nie wissen, wie der Mensch, wie lange es lebt. Das ist ja nicht wohl wahr. Sie haben so einen netten Akzent, wirklich. Ich spreche eigentlich einfaches Hochdeutsch, aber vielen Dank. Bitteschön. So, wir können es mal so machen, wenn Sie wollen. Ich kann Ihnen die vorgefertigten Vertragsunterlagen senden, damit Sie das alles auf Schwarz und Weiß haben und dann nochmal sich das anschauen können. Also die Meerschweinchen sind nicht nur schwarz und weiß. Ich habe im Prinzip auch verschiedene Schildpattfarbvarianten da, wenn Ihnen das lieber wäre. Das heißt, ich bin da farblich sehr gut sortiert. Okay, also... Was ich kann Ihnen würden Sie persönlich denn bevorzugen für eine Variante? Also ich würde bevorzugen, dass ich Ihnen die vorgefertigten Vertragsunterlagen mal sende. Dann können Sie das auch mal in Ruhe anschauen zu Hause. Ich mache auch die Kündigung für Sie von der Stadtwerke Baden-Baden, wenn Sie das wollen. Und dann haben Sie das alles schwarz und auf weiß. Sie können es nochmal vergleichen. Wenn Sie es nicht wollen, dann können Sie, ja, dann haben Sie eine zweiwöchige Widerrufsfrist, dass Sie sagen, nein, ich will das Ganze nicht. Passt es Ihnen? Machen wir das. Ich muss jetzt gerade noch mal gucken. Also jetzt hab dann in, ich weiß ja gar nicht, wann ich da kündigen kann. Okay, und wie lange sind Sie denn schon bei der Baden-Baden-Stadtwerke? Mein ganzes Leben lang. Ihr quasi, ganzes Leben lang? Ich habe ja im Prinzip alles von meinen Eltern damals übernommen, als sie den Hof dann aufgegeben haben. Okay, verstehe ich. Also so, Sie müssen gar nichts machen, ich mache auch die Kündigung für Sie. Also, Sie kümmern sich um gar nichts. Ich mache alles, ich sende Ihnen die vorgefertigten Vertragsunterlagen, dann haben Sie das alles schwarz auf weiß und können es auch nochmal vergleichen. Und wenn Ihnen das nicht passt, dann haben Sie 2 Wochen Zeit zu sagen, nein, ich will das Ganze nicht. Ich hab jetzt gerade hier nicht aufpassen können, nochmal bitte. Nochmal, okay. So, jetzt. Ich kann Ihnen die vorgefertigten Vertragsunterlagen senden. Ich mache auch die Kündigung für Sie. Sie müssen dann gar nichts mehr machen. Ich mache alles für Ihnen. Sie haben dann nur die vorgefertigten Vertragsunterlagen bei Ihnen. Und dann haben Sie noch 2 Wochen Zeit zu sagen, nein, ich will das Ganze eigentlich nicht. Aber Sie würden so um die 18, 19 Euro Geld sparen. Ja, aber ich mach das, sag ich mal, generell nicht, wenn Sie jetzt sagen, 2 Wochen zurückgeben. Also wenn Sie sich so ein Meerschweinchen ausgesucht haben, dann müssen Sie das schon behalten. Ich nehme die im Prinzip nicht wieder zurück. Weil das kann ja dann auch sein, dass die Schädlinge einschleppen. Und da wäre ja quasi die ganze Kolonie in Gefahr und das ist, sag ich mal, nicht machbar. Nein, Sie haben Strom die ganze Zeit, da ist gar kein Problem. Ja, ja, das ist... Strom läuft. Das muss auch so bleiben, aber ich sag mal, wenn Sie sich dann für den Giesbert oder für den Fridolin entscheiden, dann sollte das so eine Entscheidung aus Herzen sein. Dann brauche ich von Ihnen ja im Prinzip den Nachweis der Meerschweinchenprüfung und dann dürfen Sie ja sich die abholen. Vielleicht komme ich hier mal und dann schaue ich auf die Schweinchen mal. Ja, das wäre. Und dann suche ich mir einen aus. Ja, also nett, sag ich mal, ich mache das nicht über Telefon oder Internet. Da ist, sag ich mal, die persönliche Vorsprache schon erforderlich.
Ne? Also ich hätte im Ja. Prinzip, wenn Sie, sag ich mal, jetzt ist ja Weihnachten bald, wenn Sie das Ja, genau. eilig haben, ich hätte heute Mittag um 16 Uhr noch einen Termin frei, wenn Sie gucken wollen. Heute kann ich ja nicht kommen, aber ich kann Ihnen erstmal die vorgefertigten Vertragsunterlagen senden und dann komme ich dann auch mal nach, okay? Nee, Sie haben ich das mach das ja und nicht am Telefon, das geht ja nicht. wieso denn nicht? Das muss man vor Ort machen. Ich könnte jetzt zwar Fotos schicken. Wir müssen ja erstmal besprechen, was für eine Rasse Sie denn. Sollen Sie lieber Glatthaar oder lieber Angora? Okay, das ist gar kein Problem. Das machen wir natürlich zusammen. Ich komme dann dorthin und dann besprechen wir das. Aber ich rede gerade über den Strom. Ja, da haben wir ja im Prinzip die ganze Zeit von gesprochen. Das ist ja im Prinzip Genau. mein zeugungsstärkster Bock, der heißt ja Strom, weil der halt immer unter Ja. Strom steht, aber das habe ich ja Ihrem Kollegen schon gesagt, der steht nicht zum Verkauf, den brauche ich selber für die Zucht eben, nicht wahr? Genau. Und Sie würden da auch gerne Geld sparen wollen. Genau. Keiner will ja Geld verschenken. Ja, deswegen habe ich ja Ihrem Kollegen schon gesagt, also wenn Sie drei oder mehr Böckchen nehmen, dann gebe ich Ihnen noch so eine Heuraufe dazu. Aber da habe ich nicht mehr viele von. Das müssten Sie sich dann bald überlegen. Nicht wahr? Ja, okay, das machen wir dann. Ja. So, sind Sie okay damit, dass ich Ihnen die vorgefertigten Vertragsunterlagen mal sende? Also heute ist das schlecht, weil ich krieg nachher noch die Depotspritze wegen der Das kommt erst in zwei Psychosen, Wochen. dass das Das kommt eben erst. keine Probleme da gibt. Ja, ich verstehe es. Aber die Vertragsunterlagen kommen nicht heute, die kommen so in 2 Wochen. Das dauert ein bisschen. Also in 2 Wochen? Ich weiß, bis dahin habe ich ja neue Meerschweinchen. Sag ich mal, sind gerade 3 Stück hochschwanger. Aber die darf ich dann noch nicht abgeben. Also ich sag mal, wenn die so 6 bis 8 Wochen alt sind, dann dürften sie sich da was aussuchen kommen. Aber vorher Okay, das würde macht das ja gegen die Genfer Konventionen verstoßen. Vorher darf man die ja Ja, nicht Sie haben schon abgeben. recht. Genau. Ist gar kein Ja. Problem. Ich komme dann und wir trinken vielleicht mal einen Tee, oder? Ja, Kann ja auch ganz nett sein. Tee ist ja auch immer, sag ich mal, ich habe so indischen speziellen, mein Nachbar ist so ein Inder. Und er bringt immer aus der Heimat was mit, so ganz guten. Okay, Den, das ist der, toll. der sagt auch immer, So. den könnte man auch rauchen, so stark ist der, aber das ist so gar nicht meine Welt. Super, Rauchen ist ja was Schlechtes. Ja, So, sag mal, vor haben Sie allem, wenn meine. das halluzinogene Wirkung hat, nicht wahr? Wenn nicht, dass man dann statt den Frikadellen irgendwie so ein Meerschweinchen in die Pfanne legt. Da gibt's im Internet Ja. so ein tolles Bild, da hat einer so ein braunes Meerschweinchen genommen, hat das auf ein Stück Alufolie gelegt und kennen Sie aus dem Restaurant diese Butterwürfel zum Auspacken? Ja, Das kenne haben die dann oben drauf gelegt und dann hat da einer mit diesem, da gibt's ja so Programme, wo man so Bilder mitmachen kann. Und da Genau. hat da einer drüber geschrieben, Tag 42, die Deutschen denken immer noch, ich wäre eine Kartoffel. Und da sitzt da halt dieses Meerschweinchen, das habe ich mir ausdrucken lassen hier bei der Plotterei. Und das ist im Prinzip mein Firmenschild geworden. Das ist super, das ist Ja. toll. Das ist Sag mal, wirklich nett. mein Betreuer versucht mich immer davon abzuhalten, dass ich das mit dem Meerschweinchen weitermache, aber das werde ich mir nicht nehmen lassen. Sie haben einen Betreuer. Ja, der geht mir sowas von auf die Nerven. Der wollte vor einer halben Stunde, wollte der wieder reinkommen, weil es ist jetzt die Rente auf dem Konto und der holt immer das ganze Geld. Ich habe einfach einen Schrank vor die Tür gestellt. Da hat er gesagt, er kommt mit dem sozialpsychiatrischen Dienst wieder. Aber ich habe schon mit den Meerschweinchen gesprochen. Die helfen mir, wenn die mich wieder abholen wollen. Okay, Ja. super, also das ist wirklich schade, Ja. dass Sie so einen Betreuer haben. Ich fühle mich wirklich schlecht darüber, Herrn Kupferstecher. Ja. Aber kommen wir jetzt mal zum Thema zurück, zu Ihrem Strom. Ja.
So, ich sende Ihnen jetzt die vorgeführten Vertragsunterlagen. Machen wir das. Ja, und ich schicke Ihnen dann Bilder von den Meerschweinchen und dann dürfen Sie genau. aussuchen. Aber genau, da, sagen wir, der verbindliche Ortstermin, der bleibt bestehen. Also Sie müssen dann schon herkommen. Okay, für die Meerschweinchen werde ich herkommen, das ist gar kein Problem. Ja, das aber ist ja im Prinzip der Grund des Gespräches. Genau. So, kann ich mal Ihre Zählernummer haben? Die Zähne? Zähler. Weiß ich jetzt nicht, was Sie meinen. Zählernummer, dort wo das Strom... Und darf ich mal fragen, wie viele Meerschweinchen haben Sie denn? Also ich habe heute Morgen versucht, das zu, weil die, wir haben ja gesagt, 3 sind gerade hochschwanger. Die werfen im Schnitt zwischen 4 und 7 kleinen Schweinchen. Und wenn man diese 4 bis 7 kleinen Schweinchen mal 3 noch nicht mit reinrechnet, sind wir momentan bei 63. 63, oh, das ist schon sehr viel. Ja, die haben ja im Prinzip das alte Zimmer von meiner Frau bekommen, nachdem die verstorben war. Oh, das ist schade. Nee, die fühlen sich da sehr wohl drinnen, nicht wahr? Meinen Sie? Ja, die haben ja jetzt im Prinzip meine Frau, die hatte ja einen Kleiderschrank, der war so groß wie halb das Zimmer. Da habe ich jetzt die Türen rausgenommen und habe da so eine Plexiglasscheibe vorsetzen lassen. Und jetzt haben die da so einen Kletterturm auf 7 Etagen. Super, das ist wirklich toll. Das ist sowas von schön. Manchmal sitze ich da stundenlang und gucke den Meerschweinchen zu. Einmal habe ich deswegen sogar vergessen, das Essen von herzunehmen. Und dann haben die mir einen Betreuer gegeben, weil ich halt, die sagen, ich kann das alles gar nicht mehr bewerkstelligen. Der hat meine Kontokarte genommen, die haben meine ganzen Verträge genommen und jetzt wollen die mir noch die Meerschweinchen wegnehmen. Oh, haben Sie einen gesetzlichen Betreuer? Ja, dieses Arschloch. Oh, pardon. Oh, gar kein Problem. Also es ist ein gesetzlicher Betreuer. Nee, ich habe einen. Ich selber bin keiner. Also ich bin ja quasi bestellter Betreuer für die Meerschweinchen. Das ist ja zwar nicht von Gericht, aber das ist schon so meine Lebensaufgabe. Okay, kümmert er sich oder sie sich um die Energiekosten oder kümmern Sie sich um die Energiekosten? Also ich kümmere mich ja im Prinzip um die Meerschweinchen. Und wenn ich dran denke, dann schaffe ich das auch noch, meine Schuhe anzuziehen, bevor ich rausgehe. Das hat er mir wieder beigebracht. Also die Energiekosten, um die Energiekosten kümmert sich der Betreuer, richtig? Weiß ich nicht. Die haben mir alles weggenommen. Sie haben ihnen alles weggenommen. Ah, das ist so schade. Ja. Okay. Ist der Betreuer gerade da, dass ich mal mit... Ich habe ja einen Schrank vor die Tür gestellt, damit der nicht reinkommt. Okay, können Sie ihn mal holen? Nee, die nehmen mir ja die Meerschweinchen weg. Der wollte heute mit dem Amtstierarzt kommen, weil der sagt, es sind zu viele. Aber ich werde die nicht hergeben und ich gehe auch nicht mehr aus dieser Wohnung raus. Ich gehe nicht. Ich habe zu denen gesagt, ich gehe nicht wieder in die Forensik. Okay. Haben Sie eine E-Mail-Adresse? Ja. Haben Sie? Haben Sie ein Handy? Wie bitte? Haben Sie ein Handy? Nee, so ein Teufelszeug kommt mir nicht ins Haus. Aber Sie haben ein Handy, richtig? Nein, das ist ja mal ein Handfunk-Fernsprechgerät, so zum Tragen in der Wohnung, falls ich hinfalle. Okay, aber Sie haben eine E-Mail-Adresse. Richtig? Ja. Also haben Sie einen Computer oder so irgendwas? Ich habe schon so ein Aufklappen. Sie haben was? So ein Gerät zum Aufklappen, wo man, sag ich mal, so... Okay, ein Laptop. Ja, bin jetzt gerade nicht auf das Wort gekommen. Ich müsste nur gucken, wo der steht. Den habe ich jetzt schon länger, vielleicht hat er den auch mitgenommen. Den schon länger nicht mehr gesehen im Prinzip. Okay, ist das jetzt ein Festnetz von Ihnen oder ist das ein Handy? Wie bitte?
Ist das ein Festnetz, wo wir gerade telefonieren? Ja, das ist, sag ich mal, von DRK ist das so ein Telefon. Wenn ich hinfalle, da kann ich da auf den Knopf drücken und dann kommen die. Ah, okay. Also können ich Sie hab da mit einmal dem drauf Handy gedrückt. eine SMS? Ha? Ich habe einmal auf Können den Sie mit Knopf dem Handy... gedrückt, als ich den Schlüssel für den Käfig nicht mehr gefunden habe. Da musste ich Strafe bezahlen. Das war kein Ah. Notfall. Okay, aber für Sie war es ein Notfall denn? Ja, natürlich. Ich musste ja Ja. füttern. Genau. So, ich habe jetzt mal eine Frage. Können Sie mit dem Handy eine SMS schicken für an mich? Was soll Geht ich das? Also machen? können Sie eine SMS schicken mit dem Handy? Geht das? Weiß jetzt nicht, was Sie meinen. Eine SMS, eine Nachricht schicken. Können Sie das mit dem Handy? Oder wir sprechen doch gerade schon. Ja, genau. Ich frage ja nur, können Sie das machen? Ja, wir sprechen doch schon miteinander. Oder was meinen Sie? Genau, wir sprechen. Ja, so, ja. Machen wir so. Wir gehen zusammen zum Zähler. Der Zähler, wo der Strom rauskommt. Sie wissen ja den Zähler. Ja, das ist diese Uhr, okay. Nicht wahr? Genau. Können wir mal dorthin gehen zusammen? Da muss ich ja zur Tür rausgehen. Genau, wir gehen zusammen raus. Ich komme mit Ihnen mit. Ja, und wenn der da immer noch steht? Nee, glaube ich nicht. Der ist schon längst weg. Meinen Sie? Ich hätte genau. Schritte gehört. Das kann natürlich auch der Nachbar sein, weil der geht genau. immer mit seinen Kindern spazieren, im Prinzip. Ja, okay. Da soll ich Dann jetzt, gehen wir mal zum Zähler. Soll ich jetzt den Schrank wieder wegnehmen von der Tür? Ja, genau. Die nehmen Sie mal weg. Das ist jetzt aber kein Trick. Nein, Sie rufen nicht vom sozialpsychiatrischen Dienst an, oder? Das ist Nein. Nicht, dass Sie mir eine Falle stellen hier. Ich habe niemandem nein, was nein. getan. Ich bin mir sicher, dass Sie sind ein so netter Mensch, dass Sie würden niemals jemandem was antun. Also, wenn die mir Schweinchen nehmen wollen, dann werde ich zum Monster. Genau, da haben Sie recht. Und dafür würden Sie jetzt mal gerne Geld sparen wollen, richtig? Dann ja, weniger zahlen für die Meerschweinchen. Es lebe das heilige Otterdamm. Also ich wollte ja auch gerne Otter züchten, aber ich habe nur eine kleine Badewanne und da darf man das nicht. Genau. Ja. So, gehen wir jetzt zu den Zähler zusammen. Ja. Soll ich den Schrank zur Seite nehmen? Okay, ich warte. Ja, ich steck das Telefon mal in die Brusttasche. Meine Frau okay, hat immer warte. Nur Hemden gekauft, die zwei Taschen haben. Das ist manchmal sehr nützlich. Ich mach das mal. Oh, ist das schwer. Ich warte, gar kein Problem, ich warte. Ich kaufe mir nie wieder so einen schweren Schrank. Ich bin ganz außer Puste. Das muss ich nur eben noch aufschließen. Soll ich was zu schreiben mitnehmen? Ja, das würde toll sein. Wie bitte? Das würde toll sein. Ja, gut, dann hole ich nochmal den... Bevorzugen Sie Bleistift oder Kugelschreiber? Sie ist haben da im Prinzip egal. Freie Auswahl. Ist egal, wie Nun Sie gut. auch immer wollen. Dann wollen wir mal runter. Gerade noch aufschließen. Oh, Sie sind ja immer noch da. Herr Kupferstecher, ja, Sie bin noch immer da, gar kein Problem. Ich habe das Recht und die Pflicht, mich um Sie zu kümmern. Nein, Sie können mir nicht meine Meerschweinchen wegnehmen. Herr Kupferstecher, Sie haben ein ernsthaftes Problem und ich würde mich jetzt gerne mit Ihnen unterhalten. Können wir uns drinnen auf die Couch bitte setzen? Nein, Sie nehmen mir nicht meine Meerschweinchen weg. Herr Kupferstecher, Sie haben viel zu viele Tiere in Ihrer Wohnung. Das geht so nicht. Sie nehmen mir die nicht weg. Der stand immer noch vor der Tür. Ich habe die Tür wieder zugemacht. Der geht dann weg, gar kein Problem. Gehen Sie nur raus. Ja, der steht da doch vor der Tür. Hat doch gerade mit mir gesprochen. Was hat er denn gesagt? Der sagt, ich habe zu viele Meerschweinchen und großes Problem. Und wollen Sie sich den ganzen Tag da verstecken? Gehen Sie einfach raus.
Sie telefonieren gerade mit mir. Sprechen Sie nicht mit ihm, sprechen Sie mit mir. Soll ich das machen? Ja, genau, machen Sie ja, das. Ja, gut, das wird erledigt. Für die Meerschweinchen. Für die Meerschweinchen. Jawohl, alles für die Meerschweinchen, alles für das Reich. Genau. Ich spreche jetzt nicht mit Ihnen. Herr Kupferstecher, bleiben Sie bitte hier. Nein, ich muss jetzt in den Keller runter. Herr Kupferstecher, bleiben Sie hier. Herr Kirov, würden Sie Herr Kupferstecher bitte zum Fahrzeug begleiten? Herr Kupferstecher, bitte kommen Sie mit. Wir haben Arrestbefehl für Sie. Was meinen Sie? Sie können ja nicht mal richtig Deutsch sprechen. Das tut hier nichts zur Sache, Herr Kupferstecher. Wir haben Anweisung von sozialpsychiatrischen Diensten, Sie bei Krankenhaus vorzustellen. Ja, das können Sie doch nicht machen. Herr Kupferstecher, Sie haben sich angegriffen, den Mann von sozialpsychiatrischen Diensten und eine Wohnung verbarrikadiert mit Schränken und Möbelstücken. Das ist Gefahr für öffentliche Ordnung und Sicherheit und Sie hatten mehrere Dutzend Tiere bei Ihrer Wohnung. Wir haben Anweisungen, Sie mitzunehmen für sozialpsychiatrische Begutachtung. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn kommen Sie mit freiwillig. Ich möchte nicht eines älteren Herrn anfassen. Sie sind doch alle des Wahnsinns. Ich habe hier eine Frau am Telefon, die kann das alles bezeugen. Ich bringe Sie alle in den Knast und in die Forensik. Jeden einzelnen von Ihnen. Geben Sie mal das Telefon her. Hallo? Hallo? Wer ist da? Mit wem spreche ich gerade? Ist Wladislav Kirov, Sozialpsychiatrischer Dienst von Otterdam. Okay. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ich war gerade am Telefon mit dem Herrn Kupferstecher. Sind Sie das gesetzliche Betreuerin? Nein, hatte er einen gesetzlichen Betreuer? Da. Dann, wenn Sie nicht sind gesetzliche Betreuer, muss ich Ihre Gespräche unterbrechen. Hat der Herrn Kupferstecher einen gesetzlichen Betreuer? Den hat er. Okay, dann danke ich Ihnen. Schönen Tag noch. Auf Wiederhören. So, Herr Kupferstecher, kommen Sie bitte mit. Ich würde Ihnen gerne die Handfesselung ersparen. Aber warum denn? Endlich hat die aufgelegt. Alter, die hätte, was ich der alles so einen Schwachsinn erzählt habe. Ja, gehen Sie dies, gehen Sie das. Nach 5 Minuten dachte ich schon, ey, das wird langweiliger, kurzer Anruf. Das war der beste seit langem.